Hallo und herzlich willkommen in zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit der Dissertation ökonomischen Grundlagen oder auch ÖAR1. Wir sind heute bei der vierten Sitzung angelangt. Wie immer zuerst der Blick auf das Organisatorische, irgendwas Terminliches. Wir sind inzwischen, was heißt inzwischen, wir sind immer noch in der zweiten Woche. Meine Maus ist unsichtbar. Da. Okay, wir sind immer noch in der zweiten Woche. Die ersten Tutorien sind jetzt gelaufen. Falls Sie irgendwelches Feedback dazu haben, irgendwelche Wünsche, wie das anders laufen könnte, lassen Sie uns das bitte wissen. Am besten im Diskussionsforum, denn ansonsten verweisen wir Sie aufs Diskussionsforum. Genau. Vielleicht noch was zum Standardablauf. Ich werde mich bemühen, in der Zukunft vor Freitag schon die nächste Vorlesung immer aufzunehmen. Also mein jetziger Plan, mein neuer Arbeitsplan sieht vor, dass ich montags immer schon beide Vorlesungen vorbereite. Das heißt, ich könnte am Dienstag direkt nach der vorgesehenen Vorlesung oder spätestens dann Mittwochvormittag die zweite Vorlesung aufnehmen. Das ist für Sie einfach praktischer, ne? Dass Sie die Inhalte früher da haben. Und ja, wenn mein Arbeitsplan so klappt, dann müsste das auch funktionieren. Noch ein Wort zu den Übungen, zu den Tutorien. Wir sind im Moment noch unentschlossen, was den Zeitpunkt des Hochladens der Lösungsvorschläge angeht. Es ist ja meistens so, dass zwei Gruppen immer schon vorher dran sind, bevor die anderen Gruppen überhaupt Termin hatten. Jetzt ist die Frage, ob wir die Lösungsvorschläge aus den ersten Gruppen schon hochladen, nachdem die Tutorien gelaufen sind. Oder ob wir warten, bis alle Gruppen die Tutorien gemacht haben. Mir persönlich ist das egal. Ja, also ich habe keine Angst, dass weniger Leute in die zweiten Gruppen kommen, zu den Tutorien, weil ja, ich nehme an, dass sie als Studenten mehr oder weniger rational sind. Das heißt, mehr oder weniger wissen Sie selber, was gut für Sie ist und was schlecht. Und ich vertraue Ihnen, dass Sie diese Entscheidung sinnvoll treffen können. Egal, ob jetzt die Lösungsvorschläge schon online sind oder nicht. Ne? Es sind ja auch keine Musterlösungen, es sind nur Lösungsvorschläge der anderen Gruppen. Von daher, ich hätte nichts dagegen, die schon früher hochzuladen. Vielleicht können Sie sich dazu äußern im Diskussionsforum. Es wäre ganz gut, noch ein bisschen mehr Meinung dazu zu haben. Sie sind ja schließlich hier die Kunden. Genau. Sonst für nächste Woche gibt es irgendwas anzukündigen. Ja, die Mittwochsübung findet nicht statt. Da ist 1. Mai. Und Sie sehen, die Mittwochsgruppe hat stattdessen in der Woche drauf ihr erstes Tutorium und dafür ist dann in dieser Woche an Himmelfahrt die Donnerstagsgruppe nicht dran. Okay? Ah, ich muss den Plan hier auch aktualisieren, dass freitags immer online steht. Okay, das war alles, was ich an organisatorischen Sachen hatte. Was haben wir heute vor? Wir werden uns heute anschauen, kurz einen Überblick, was Institutionen sind, was Institutionenökonomik ist. Das habe ich ja nur ganz kurz erwähnt in der Einleitung, aber es ist wichtig, dass Sie im Hinterkopf, dass Sie mal gehört haben, worum es hier geht, weil es sehr nah an der Rechtsökonomik dran ist. Und danach schauen wir uns in der Einführung das Deliktsrecht an. Wie immer, vorab ein bisschen was zur Literatur. Okay. Wie immer ist Google eine gute Quelle für Sie. Wenn Sie nach, wobei einfach nur nach dem Wort Institutionen zu suchen, führt Sie wahrscheinlich nicht sehr weit. Da müssen Sie wahrscheinlich ein bisschen cleverer suchen. Ja, und weil das hier so ein relativ breiter Überblick ist über verschiedene Institutionenbegriffe, die wir heute machen, gibt es auch nicht wirklich, also
Chef von Ort hat nicht so eine breite Einführung in den Begriff Institution. Ja, also ich habe jetzt hier keine explizite Lehrbuchangabe. Am ehesten kommt dem noch nahe das Kapitel 1 im Lehrbuch von Stefan Vogt, Institutionenökonomik. Da können Sie mal reingucken, das erste Kapitel. Da wird ansatzweise so ein bisschen auch ähnlich erklärt, was Institutionen sind und Funktionen und so. Eine geschützte Version dieses Lehrbuches kann ich Ihnen auf Moodle hochladen. Aber das Buch müsste es auch in der Bibliothek geben, ne, zum Ausleihen. Es ist ein kleines, ziemlich gut geschriebenes, einführendes Buch in die Institutionenökonomik. So, wenn wir in den Brockhaus reinschauen und den Begriff Institution nachschlagen, dann sehen wir bezogen auf Recht die Definition eine rechtlich geformte Einrichtung. Wobei es privatrechtlich das Institut gibt, zum Beispiel das der Ehe, das des Privateigentums und öffentlich-rechtlich sprechen wir von einer Institution, sowas wie die gemeindliche Selbstverwaltung oder das Berufsbeamtentum. Außerdem finden wir im Brockhaus noch eine auf die Soziologie bezogene Definition. Da wird gesprochen von einem sozialen Gebilde und Organisationen, die sich dort entwickeln, wo das Zusammenleben einer Gruppe Ordnung und Regelung erfordert. Wobei weiterhin zu unterscheiden ist zwischen Institutionen als abstrakte regulative Prinzipien, also Verhaltensregeln, und Institutionen als konkrete gesellschaftliche Gruppen, in denen sich diese Prinzipien repräsentieren. Und der erste Begriff hiervon, also der Verhaltensregeln, ist näher am ökonomischen Institutionenbegriff. Aber Sie merken schon, der Institutionenbegriff kann sehr breit sein, er kann ziemlich viele verschiedene Sachen enthalten. Und der Begriff der Institution ist nicht beschränkt auf die Wirtschaftswissenschaften. Ne? Also wir haben im Recht eine Definition, in der Soziologie, das heißt, in verschiedensten Disziplinen haben wir den Begriff der Institution. Wobei für uns natürlich relevant ist der ökonomische Begriff. Aus ökonomischer Sicht sind Institutionen die Spielregeln einer Gesellschaft oder eines Marktes. Also ich denke, das kann man sich ganz gut merken, den Begriff Spielregeln. Besonders weil wir ja eben auch eine Einführung in Spieltheorie hatten. Und wenn Sie sich überlegen, die Regeln eines jeden Spieles, sind die Institutionen, dann kann man sich das ganz gut merken. Noch abstrakter kann man sagen, Institutionen sind Normen oder auch Verhaltensregelmäßigkeiten, wobei der Begriff der Verhaltensregelmäßigkeit etwas zweideutig sein kann. Eine Verhaltensregelmäßigkeit kann ja etwas sein, was man immer wieder macht. Man kann damit aber auch ein Verhalten beschreiben, das einer Regel entspricht, das also einer Regel folgt. Okay? Und wenn wir jetzt Institutionen einfach nur als Spielregeln definieren, dann kann das aus spieltheoretischer Sicht manchmal problematisch sein. Also wieder eine Einschränkung zu dem, was ich eben gesagt habe. Man könnte dann eher sagen, es sind die Gleichgewichte in einem Spiel. Denken Sie zum Beispiel zurück an das Koordinationsspiel. Da hatten wir zwei Gleichgewichte, zwei Nash-Gleichgewichte. Eins, in dem beide links fahren, eins, in dem alle rechts fahren. Und diese Gleichgewichte können auch als Institution definiert werden. Aber das sind nicht die Spielregeln in den Spielen. Die Spielregeln sind, dass die Auszahlungen positiv sind, wenn sie sich alle gleich verhalten und null ansonsten. Okay? Aber die Gleichgewichte sind nicht wirklich als normative Regeln vorgegeben. Irgendwie könnte man aber trotzdem sagen, dass wir von einer Spielregel sprechen. Ne? Denn zum Beispiel könnte man sagen, ich sollte links spielen, wenn der andere links spielt. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Okay? Von daher könnte man doch von einer Spielregel sprechen. Aber Sie merken schon, in Bezug auf die Spieltheorie ist es manchmal ein bisschen schwer, den Begriff der Institution zu definieren. Aber darauf gehen wir erstmal nicht weiter ein. Das sollten Sie einfach nur so im Hinterkopf abspeichern, falls Sie im Masterstudiengang eine dementsprechende Masterarbeit bei uns schreiben wollen. Noch mehr Definitionen. Wir sind nicht fertig mit den Definitionen. Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, gibt es keine allgemein erkannte Definition von Institutionen. Jetzt schauen wir uns mal einige der bekannteren Definitionen an. Douglas
North. Er ist Nobelpreisträger und einer der allerwichtigsten Institutionenökonomen. Der spricht von Humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. Institutions consist of both informal constraints, sanctions, taboos, customs, traditions and codes of conduct, and formal rules, that is, constitutions, laws, property rights. Okay? Er benutzt also hauptsächlich Beispiele, um Institutionen zu definieren, und sagt, es geht um menschlich konstruierte Einschränkungen des Handelns, ganz wichtig in seiner Definition, humanly devised constraints, okay? Und zwar Einschränkungen des Handelns, die Struktur geben, und zwar politischen, ökonomischen und sozialen Interaktionen, also allen möglichen Interaktionen. Also das ist schon mal eine sehr breite Definition, die über die rein ökonomische Dimension hinausgeht. Also er schließt ganz explizit auch politische und soziale Interaktionen mit ein. Und er unterscheidet zwischen informellen und formellen Institutionen, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Eine kürzere Definition kriegen wir von Foro Botten und Richter, auch zwei Institutionenökonomen, wobei Herr Richter aus Deutschland, aus dem Saarland ist, also von der Uni Saarbrücken, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Die sagen, Institutions are a set of formal and informal rules, including their enforcement arrangements. Okay, sehr kurz und knackig. Das beinhaltet also alle informellen und alle formellen Regeln plus deren Durchsetzungsmechanismen. Okay, das ist eine sehr kurze und knackige Definition. Ulrich Witt, der aus der evolutorischen Ökonomik kommt, spricht davon, dass an institution is a behavioral regularity spread out among individuals or a pattern of diverse but coinciding, possibly even mutually dependent behavioral regularities. It is displayed whenever the involved individuals are faced with the same constituent situation of choice. Also, das ist schon mal eine bisschen kompliziertere Definition, sehr kompliziert formuliert. Aber wenn Sie das nochmal ganz in Ruhe lesen, werden Sie sehen, die grobe Grundidee ist die gleiche, natürlich mit anderen Nuancen, okay? Also es geht hier mehr eher um Verhaltensregelmäßigkeiten als Regeln. Aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, das können Sie selbst sich überlegen. Der Punkt ist, Sie merken schon, ganz klar ist der Begriff nicht, und so ist auch der Stand der Dinge in der Forschung, ne? Es gibt keine wirklich universell allgemein anerkannte Definition von Institutionen. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Definition, und fast alle Definitionen haben doch einen relativ großen Overlap, ne? Also eine Überschneidung. Und dementsprechend müssen Sie für sich persönlich auch eine Definition von Institutionen finden, mit der Sie zurechtkommen. Ein bisschen was zum dogmenhistorischen Hintergrund, weil wir das ja so wenig machen an der Uni. Das Konzept der Institution ist nicht neu. Es taucht schon bei Klassikern wie David Hume, Adam Smith oder Adam Ferguson auf. Und Ferguson schreibt 1767 schon davon, Every step and every movement of the multitude, even in what are termed enlightened ages, are made with equal blindness to the future. And nations stumble upon establishments which are indeed the result of human action, but not the execution of any human design. Okay, Sie merken schon, hier kommt der Begriff der Institution nicht explizit vor, sondern er spricht von sogenannten Establishments. Okay, aber konzeptionell ist es das, was wir mit Institutionen meinen. Tendenziell. Ein ganz wichtiger Punkt, den Ferguson hier macht, ist auch ein Punkt, der auch bei Hume und Menger auftaucht, Karl Menger, nämlich, dass dieser Ansicht nach werden Institutionen zwar durch Menschen durchgesetzt und auch von Menschen beschrieben und eingehalten, aber oft nicht von Menschen entworfen. Okay, es geht hier also um Verhaltensregeln, von denen nie jemand gesagt hat, das machen wir jetzt so. Und trotzdem halten sich alle dran. Okay? Ihnen fallen da bestimmt Beispiele ein. Institutionen, Regeln, die nicht von Menschen designt sind.
aber trotzdem eingehalten werden. Sachen wie Sprache. Die meisten Sprachen sind nicht entworfen worden, sondern entstanden, mit der Ausnahme von Esperanto. Viele sozialen Normen und Gegebenheiten, sowas wie wie man sich begrüßt, wie man mit Messer und Gabel isst, das sind alles Sachen, die nicht wirklich irgendwann von irgendeiner Autorität vorgegeben wurden, sondern die irgendwie entstanden sind, ne? Und sich irgendwann gesellschaftlich durchgesetzt haben und eingehalten werden. Ist eigentlich ganz spannend, sich das zu überlegen. In der Volkswirtschaftslehre gab es zunächst die sogenannte alte institutionalistische Schule. Es sind Commons, Veblen, Schmoller und da gibt es teilweise auch Leute, die es heute noch vertreten, zum Beispiel Hodgson. Die sagen, Institutionen müssen berücksichtigt werden, aber es wird nicht darüber hinaus gedacht. Ja? Also sie sagen schon, Institutionen sind wichtig, müssen berücksichtigt werden, wenn man ökonomische Analysen macht. Aber viel weiter geht es dann auch nicht. In den 50ern und danach gab es eine relativ breite Vernachlässigung von Institutionen. Es wurde hauptsächlich die sogenannte reine Ökonomik behandelt, in der Institutionen so gut wie keine Rolle spielen. Okay, das sind zum größten Teil sehr, sehr mathematische Modelle, Stichwort Arrow und Debreu. Das ist auch sehr spannend, aber die verlieren in der Regel keine Worte darüber, was die Spielregeln denn überhaupt sind. Parallel gab es im deutschsprachigen Raum die Tradition der sogenannten Ordnungsökonomik. Da wurde Institutionen explizit berücksichtigt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung der alten Institutionalisten. Aber auch da werden Institutionen lediglich als ein exogener Faktor gesehen, ne? Nämlich hier als sogenannter exogener Datenkranz der Marktordnung, also als exogen gegebene Rahmenbedingungen der Marktordnung. Also es wird immer noch hauptsächlich das Funktionieren des Marktes untersucht, aber es wird berücksichtigt, dass der Markt Rahmenbedingungen hat und diese Rahmenbedingungen sind eben die Institutionen, ne? Die Spielregeln. Und so richtig modern wurden Institutionen dann erst wieder mit der sogenannten neuen Institutionenökonomik. Und hier, oh, sorry, hier haben wir eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern. Sie sehen hier Coase, Damsetts, North, Williamson, Ostrom, Stiglitz. Sind alles Nobelpreisträger, die in die neue Institutionenökonomik eingeordnet werden können. Allen ist gemeinsam, dass sie argumentieren, dass Institutionen erstens berücksichtigt werden müssen, aber sowas hatten wir ja vorher schon. Und das heißt eben auch, dass wir sie explizit in ökonomische Modelle einbauen müssen. Zweitens argumentieren sie alle, dass man auch verstehen muss, wo Institutionen herkommen, ne? Wie man sie beeinflussen kann, um gesellschaftliche Entwicklungen verbessern zu können. Ne? Als Randgebiete der neuen Institutionenökonomik haben sich dann verschiedenste Bereiche herausgebildet oder verschiedenste Bereiche kann man dann als Randgebiete der neuen Institutionenökonomik interpretieren, unter anderem Public Choice, wo es darum geht, politische Entscheidungen ökonomisch zu analysieren. Ich denke, Ihnen ist sofort klar, warum Institutionen da wichtig sind, ne? Denn bei politischen Entscheidungen geht es ja auch um, bei politischen Entscheidungen geht es oft darum, wie setzen wir die Spielregeln. Also Politiker können Spielregeln setzen für die Gesellschaft, aber Politiker sind natürlich auch selber an bestehende Spielregeln gebunden. Zum Beispiel das Grundgesetz. Ne? Law and Economics kann man auch als ein Randgebiet der Institutionenökonomik interpretieren, habe ich schon mal kurz erwähnt. Denn in der ökonomischen Analyse des Rechts geht es ja schließlich nur einmal um bestimmte Institutionen, nämlich rechtliche Regeln. Property Rights Theorie, da geht es nur um Eigentumsrechte. Und die sogenannte Konstitutionenökonomie, wo es nur um die ökonomische Analyse von Verfassungen und Verfassungsgebung geht. Und dann, bisschen separat davon, gibt es auch noch evolutionsökonomische Ansätze. Hier, das ist ein bisschen separat, weil es ein bisschen spezieller ist. Und wenn Sie das sehr interessiert, dann werden Sie bei Herrn Wangenheim noch mehr dazu hören, denn er kommt auch aus der Ecke. Hier werden mathematische Verfahren aus der biologischen Evolutionstheorie benutzt. Und so wird hier versucht zu beschreiben, wie Institutionen evolutorisch über den Zeitraum entstehen und sich ausbreiten und eventuell auch wieder aussterben. Denken Sie zum Beispiel
an das Fahrradfahren mit elektrischer Unterstützung, also die sogenannten Pedelecs. Hier und also diese eine Regel, von der man sagt, okay, das Fahrradfahren mit Pedelecs ist okay, ist ein Verhalten, von dem man vielleicht vor 10 Jahren noch gesagt hätte, okay, das gibt es zwar, aber das ist eher was für ganz alte Leute, okay. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es allgemein akzeptierter, auch unter, ich sag mal, mittelalten Leuten. Und wir können uns dann dementsprechend evolutorisch fragen, wie das zustande kam. Ne? Was ist passiert? Einstellungen zu diesem Verhalten haben sich geändert. Und die normativen Bewertungen von diesen Verhaltensweisen haben sich auch geändert. Wie ist das passiert? Leute reden miteinander. Manche Leute überzeugen andere. Und das breitet sich dann aus. Okay, und das ist, mein Nachbar sagt mir, hey, ich habe jetzt ein Pedelec, das ist total bequem, damit zu fahren und das ist total toll. Und dann überlege ich mir vielleicht, vielleicht probiere ich es auch mal. Und so weiter und so weiter, okay? Und Sie merken schon, das ist ziemlich ähnlich wie eine Ansteckung im medizinischen Sinn, sodass bestimmte Verhaltensweisen oder Einstellungen zu Verhaltensweisen sich über die Zeit verbreiten können und genauso gut können sie über die Zeit aussterben. Ja? Und darum geht es bei den evolutionsökonomischen Ansätzen von Institutionen. Wir sind aber noch lange nicht fertig mit dem Institutionenbegriff. Einfach nur, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie man den abgrenzen kann. Wir können es unterscheiden zwischen formellen Institutionen auf der einen Seite und informellen Institutionen auf der anderen Seite. Bei formellen Institutionen sind gemeint solche, die irgendwie formell festgelegt sind. Klar, ne? Hauptsächlich meinen wir damit Rechtsregeln. Typischerweise werden formelle Institutionen durch eine dritte Instanz durchgesetzt, meist der Staat. Aber es muss nicht unbedingt der Staat sein. Vielleicht fällt Ihnen ein Beispiel dazu ein, was eine formelle Institution wäre, die nicht vom Staat durchgesetzt wird. Und bei informellen Institutionen geht es um sowas wie soziale Normen, okay? Sitten, Gebräuche, und die werden typischerweise eher dezentral durchgesetzt. Was meine ich damit? Also zum Beispiel durch soziale Ächtung oder sozialen Ausschluss. Okay? Also eine ganz milde Form der sozialen Sanktion wäre die hochgezogenen Augenbrauen. Ja? Also wenn irgendjemand etwas macht, was nicht den sozialen Normen entspricht, dann wird das im Umkreis zunächst einmal für hochgezogene Augenbrauen sorgen. Und das kann auch schon genug Sanktion sein, es nicht weiterzumachen. Okay? Gruppendruck ist eine bisschen stärkere Form. Sozialer Ausschluss ist natürlich eine sehr extreme Form, ne? Wenn jemand komplett aus einer sozialen Gruppe ausgeschlossen wird. Institutionen können auch anders abgegrenzt werden. Nämlich kann man unterscheiden zwischen sogenannten selbstdurchsetzenden Institutionen und nicht selbstdurchsetzenden Institutionen. Selbstdurchsetzende Institutionen sind sowas wie Linksfahren im Koordinationsspiel. Okay? Wenn sich Linksfahren einmal als Gleichgewicht durchgesetzt hat, dann bleibt es auch Gleichgewicht und keiner hat mehr das Bedürfnis, rechts zu fahren. Ganz einfach. Und es setzt sich selbst durch. Entschuldigung. Und im Gegenteil dazu sind nicht selbstdurchsetzende Institutionen solche, die einem sozialen Dilemma unterliegen. Okay? Zum Beispiel beim Gefangenendilemma. Wenn es also eine Lücke gibt zwischen privater und sozialer Rationalität. Klingt ziemlich fancy, was ist damit gemeint? Soziale Rationalität im Gefangenendilemma wäre ja, die kooperative Lösung zu spielen, weil da der gesellschaftliche Payoff am höchsten ist, aber die private Rationalität führt zum Nash-Gleichgewicht, nämlich dem nicht kooperativen Gleichgewicht, wo beide defektieren. Ne? Und da ist der soziale Payoff viel geringer. Und ja, ein Beispiel aus der Realität wäre dann zum Beispiel, ist es für jeden Einzelnen rational, seinen Müll auf der Straße liegen zu lassen. Aber alle zusammen finden es natürlich schöner, wenn der Müll nicht auf der Straße liegen würde. Und ohne eine dritte externe Instanz wird sich in einer solchen Situation, in so einer solchen Dilemmasituation, die sozial wünschenswerte Verhaltensweise, nämlich die Institution, nimm deinen Müll mit, nicht durchsetzen. Oder
wirft den Müll in Mülleimer. Könnte eine andere Institution sein. Und wie stark dieser externe Anschub sein muss, das hängt von der konkreten Situation ab. Ne? Manchmal reicht sowas, so eine soziale Sanktion wie Augenbrauen heben, und manchmal braucht man den vollen Apparat, ne, von Gesetz mit Sanktionen und Überwachung und so weiter. Aber Sie können sich schon vorstellen, wenn wir das staatlich machen müssen und auch durchsetzen, dann ist das mit extremen Kosten verbunden. Weiterhin können wir unterscheiden zwischen bewusst gestalteten und spontan evolvierten Institutionen. Letztere wären dann sowas wie im Prozess der Institutionen, die im Prozess der kulturellen Evolution entstanden sind. Ne? Das sind spontan evolvierte Institutionen, zum Beispiel mit Messer und Gabelessen. Und Sie sehen, Sie merken vielleicht, bei den spontan evolvierten Institutionen handelt es sich tendenziell eher um informelle, bei den bewusst gestalteten eher um formelle Institutionen. Also das ist eine relativ ähnliche Abgrenzung, aber nicht 100% deckungsgleich. Können Sie sich denn informelle Institutionen vorstellen, die bewusst von Menschen gestaltet werden? Ist relativ schwer, aber denken Sie zum Beispiel an Modetrends. Okay, wenn von Designern bestimmte Trends gepusht werden, dann setzen die sich in der Regel durch, aber die werden trotzdem nicht extern durchgesetzt. Ne? Wir haben keine Modepolizei, die sagt hier, das war letztes Jahr, du musst was anderes anziehen. Und trotzdem setzen sich diese Trends irgendwie durch. Man könnte sie also als informelle Institution ansehen. Okay, das wäre das wäre ein Beispiel dafür, ein Beispiel für eine informelle Institution, die auch durchgesetzt wird, aber die bewusst von Menschen gestaltet wurde. Man kann außerdem noch unterscheiden zwischen Institutionen, die positiv oder normativ erwartet werden. Was ist damit gemeint? Im positiven Sinn kann man Erwartungen verstehen als eine Vorhersage und im normativen Sinn als eine Sollvorstellung. Okay. Wenn Sie erwarten, dass ich um Punkt 12 die Vorlesung beginne, dienstags, dann ist das eine Erwartung zweierlei. Erstens positiv und zweitens normativ. Okay. Die positive Erwartung ist also eine reine Beschreibung. Es ist eine reine deskriptive Erwartung, ohne jegliches Werturteil. Und die normative Erwartung ist aber, Sie erwarten von mir, dass ich mich an die Regel, an die Institution Pünktlichkeit halte und Punkt 12 beginne. Und gerade dieser letzte Punkt, diese letzte Abgrenzung zwischen positiven und normativen Erwartungen ist wahrscheinlich sehr wichtig, wenn Sie für sich selber definieren, was denn der Begriff Institution bedeutet. Ne? Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an für Institutionen, damit Sie ein besseres Gefühl dafür kriegen oder vielleicht ein schlechteres Gefühl, je nachdem, wie hilfreich diese Definitionen sind. Geld kann man als Institution interpretieren oder besser gesagt die Verwendung von Geld. Man muss ja nicht Geld benutzen. Ne? Man kann ja auch reinen Tauschhandel betreiben. Aber in unserer Gesellschaft werden Tauschhandlungen typischerweise mit Geld durchgeführt. Sprache ist eine Verhaltensregelmäßigkeit, kann man auch als Institution sehen. Recht, sehr grob gesagt, ist natürlich auch eine Institution oder einzelne rechtliche Regeln kann man als Institution sehen. Und ich denke, an diesen drei Beispielen für Institutionen sehen Sie schon, wie problematisch es sein kann, Institutionen zu definieren. Ne? Denn Geld und Recht sind ja auf den ersten Blick sehr schwer vergleichbar. Das sind sehr unterschiedliche Sachen. Aber wenn Sie im Sinne von Verhaltensregelmäßigkeiten denken, und Verwendung von Geld mit rechtlichen Regeln, dann sind wir schon konzeptionell ein bisschen eher auf einer gleichen Seite. Okay? Eine interessante Frage ist, wird Geld eigentlich nur verwendet, weil der Staat das vorgibt? Sind wir eigentlich gezwungen, Geld zu benutzen?
Es gibt nämlich auch Kulturen, in denen informelles Geld, sogenanntes Buchgeld, verwendet wird. Ja, können Sie ja mal drüber nachdenken. Müssen wir, ob wir wirklich Geld benutzen müssen in unserer Gesellschaft. Weitere Beispiele für Institutionen sind Maße, Standards, oder also ma bei Maßen ist gemeint, ne, ein Meter. Was ein Meter bedeutet, ist eine Institution. Standards, alles, wo ISO vorne dran steht, ne, kann man auch als Institution sehen. Tischmanieren haben wir schon gesagt, zum Beispiel sowas wie mit Messer und Gabel essen, nicht den Ellbogen auf den Tisch, solche Sachen sind Institutionen. Versprechen kann man als Institution interpretieren. Schachregeln, klar, ein sehr spezifisches Beispiel. Wenn ich mit Ihnen, mit irgendjemand von Ihnen Ihnen eine Partie Schach spiele, dann gibt es ein spezielles Set an Spielregeln und das sind dann Institutionen in Bezug auf dieses Schachspiel. Verkehrsregeln, also die Straßenverkehrsordnung, ist ein ganzes Set an Institutionen. Bei all diesen Begriffen kann man sich mehr oder weniger darauf einigen, dass es sich um Institutionen handelt. Worüber es weniger Einigkeit gibt, auch unter Ökonomen, ist die Frage, ob man Organisationen auch als Institutionen versteht. Ne? Zum Beispiel eine Firma. Ist eine Firma eine Institution? Bei den meisten Ökonomen wird diese Gleichsetzung eher abgelehnt. Aber nicht universell. Okay? Und Sie können ja mal darüber nachdenken, warum es Sinn machen könnte, eine Firma als Institution zu sehen. Was sind denn die Funktionen von Institutionen? Institutionen beschränken menschliches Handeln, klar. Also wenn wir für eine bestimmte Situation Spielregeln haben, dann heißt das ja, dass wir nicht alles machen können, was wir wollen. Das heißt, Institutionen beschränken menschliches Handeln in Interaktionssituationen und sorgen dafür, dadurch für eine Koordination. Sie stiften sozusagen Ordnung. Ne? Denken Sie an eine beliebige Interaktionssituation im Alltag. Und in dieser Situation gibt es Verhaltensweisen, die in Ordnung sind und andere, die nicht in Ordnung sind. Dadurch stiften Institutionen Ordnung. Sie koordinieren Verhalten. Ne? Was heißt das? Jeder Spieler kann, wenn es solche Institutionen gibt, besser Erwartungen darüber bilden, wie die jeweils anderen sich verhalten werden. Und das ist wichtig für mein eigenes Verhalten. Wenn es Institutionen gibt, also in der Präsenz von Institutionen, kann ich mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen nicht auftreten werden. Zum Beispiel kann ich annehmen, dass wenn ich hier in Kassel wenn ich da in Kassel über den Campus laufe, nicht ausgeraubt werde. Ne? Also kann ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit annehmen. Institutionen führen auch dazu, dass unsere Erwartungen über Verhaltensweisen konvergieren. Also Sie, die meisten von Ihnen haben die ähnliche Erwartung, dass sie nicht ausgeraubt werden, zumindest wenn sie tagsüber über den Campus laufen. Und wenn unsere Erwartungen über Verhaltensweisen konvergieren, können wir uns viel leichter entscheiden, wie wir uns verhalten. Ne? Weil ja, es ist leichter, eine individuelle Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, die Erwartungen sind ähnlich. Und gleichzeitig können potenziell unsere Handlungsoptionen auch erweitert werden, wenn wir Institutionen haben. Ne? Denn bestimmte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Handel, Geld gegen Ware, sind nur möglich, wenn wir bestimmte Institutionen haben, nämlich dass jeder oder viele potenzielle Transaktionspartner das Geld akzeptieren werden, ne? Und dass der Handel auch tatsächlich ausgeführt wird, ne? Dass man nicht ausgeraubt wird. Diese Handlungsoption Handel wäre sonst nicht möglich, ne? Das heißt, Institutionen schränken zwar einerseits Handlungsoptionen ein, aber andererseits können sie auch dazu führen, dass wir mehr Handlungsoptionen haben. Und dadurch, dass alles leichter vorhersehbar wird, reduzieren sich insgesamt die sogenannten Transaktionskosten in einer Gesellschaft. Es wird leichter, Tauschgewinne zu realisieren. Und unter anderem können wir bestimmte Probleme sozialer Interaktion durch Institutionen lösen. Okay? Sie merken schon hier, das ist ein sehr positives Bild von Institutionen. Man muss das nicht immer so rosig sehen. Ne? Institutionen. Kann man durchaus, es gibt durchaus auch negative Institutionen. Ne? Denken Sie an Diktaturen.
ein Diktator wird Institutionen, politische Institutionen einführen, die sozial nicht wünschenswert sind, sondern die seinem Machterhalt dienen, ne? Und er benutzt diese Institutionen dann, um Leute zu unterdrücken und zu sichern, dass er nicht abgesetzt wird. Das sind negative Institutionen. Aber im Prinzip kann man die von den Funktionen her ähnlich interpretieren wie hier. Jetzt wissen wir, was die Funktionen von Institutionen sind. Jetzt können wir uns fragen, was können wir denn uns, untersuchen in der sogenannten Institutionenökonomik? Man kann fragen, wie entstehen Institutionen? Das ist eine ökonomische Frage, denn es geht darum, es geht um Anreize, um Verhalten. Ne? Welchen Anreiz haben die Leute, sich an eine bestimmte Institution zu halten, als sie sich entwickelt hat, als sie weiter bestand und heute? Eine andere Frage ist, wie entwickeln sich Institutionen im Zeitablauf? Wie ist ihre kulturelle Evolution? Das hier ist auch eine ökonomische Frage oder kann auch als ökonomische Frage gesehen werden, weil es hier auch um Anreizmechanismen geht, aber auch weil Institutionen auf menschliches Verhalten wirken und damit auch den Erfolg einer Wirtschaft beeinflussen. Wenn wir fragen, warum es in manchen Ländern hohe Pro-Kopf-Einkommen gibt, zum Beispiel Deutschland, und warum wir in manchen Ländern sehr niedrige Pro-Kopf-Einkommen haben, denken wir an Kongo zum Beispiel, dann antworten sehr viele Ökonomen da, dass dies durch Unterschiede in Institutionen zu erklären ist. Ja? Also in Deutschland haben wir viele Institutionen, die dafür sorgen, dass hier wirtschaftliche Tauschhandlungen dezentral laufen können. Jeder kann sich einigermaßen sicher sein, dass es eine Rechtsherrschaft gibt. Und in Ländern mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen ist das nicht der Fall. Wenn wir zum Beispiel Institutionen haben, die Korruption weitestgehend ausschließen, dann werden wirtschaftliche Transaktionen im Durchschnitt glatter ablaufen. Ne? Man kann auch fragen, welche Institutionen wir brauchen, um ein Finanzsystem zu stabilisieren. Ne? Das ist eine sehr aktuelle Frage auf EU-Ebene. Und um diese vorgenannten Fragen alle zu beantworten, müssen wir zwangsläufig verschiedene Institutionen miteinander vergleichen und danach bewerten, was sie bewirken. Das heißt, der Vergleich unterschiedlicher Institutionen ist ein ganz wichtiger Teil der Institutionenökonomik. Und man nennt das auch komparative Institutionenökonomik oder komparative Institutionenanalyse, wenn Sie ins Lehrbuch von Vogt schauen. Und genau das ist es, was wir in dieser Vorlesung in Bezug auf rechtliche Institutionen machen werden. Im Rahmen der ökonomischen Analyse des Rechts werden wir Institutionen also analysieren, weil wir rechtliche Institutionen betrachten. Und wir können dann also festhalten, dass die Rechtsökonomik, die ÖRR, ist nichts anderes als komparative Institutionenökonomik. Wir betrachten aber auch manchmal die Frage, ob wir Recht überhaupt brauchen. Denn es gibt ja nicht nur rechtliche Institutionen, sondern auch soziale, informelle Institutionen. Nicht rechtliche Institutionen. In manchen Bereichen mag es zum Beispiel informelle Institutionen geben, die schon dafür sorgen, dass Probleme gelöst werden. Dann brauchen wir das Recht gar nicht. Vielleicht brauchen wir auch manchmal nur vorübergehend Recht, um bestimmte Verhaltensweisen anzustoßen. Und danach regeln die sozialen Normen es schon von selbst. Okay? Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wie rechtliche Institutionen auf soziale Normen wirken können, ohne dass man irgendwelche Sanktionen ausführen muss. Und zwar hatte die Stadt Berkeley vor einiger Zeit ein Problem mit Hundehaufen auf Bürgersteigen, nämlich dass es zu viele gab. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal in Berlin gewesen sind. Die Stadt Berkeley wollte das nicht und hat dann ein Gesetz verabschiedet, das von Hundebesitzern verlangt, dass die Hundehaufen eingesammelt werden. Es gab aber keine echte Sanktionsmöglichkeit, ne? Denn Sie können sich vorstellen, eine Stadt kann es sich nicht unbedingt leisten, dass ja, die Beamten vom Ordnungsamt ständig allen Leuten mit Hunden hinterherlaufen und deren Hinterlassenschaften beanstanden. Okay, das heißt, wir hatten keine echte Sanktionsmöglichkeit. Aber was aber gemacht wurde, es wurden hier und da Schilder aufgestellt, wo hauptsächlich drauf stand: It's against
The Law. Okay? Und dann ein Bild vom Hundehaufen von mir aus. Und diese Aussage ist zumindest im amerikanischen Kulturraum mit einem so stark normativen Charakter verbunden, dass die bloße Einführung des Gesetzes mit einigen Hinweisschildern schon gereicht hat, die Inzidenz der Verstöße drastisch zu verringern. Okay? Und das heißt, wir können sagen, die rechtliche Institution ohne jegliche Sanktions, ohne Sanktionscharakter hat die soziale Norm beeinflusst. Ja, denn auf einmal haben die Leute informell auch gesagt, oder vielleicht informell es auch sanktioniert, ne? Wenn jemand gesehen hat, dass jemand anderes den Hundehaufen nicht wegmacht, dann hat er vielleicht mit hochgezogener Augenbraue reagiert oder direkt was gesagt. Zum Beispiel, it's against the law. Das muss aber auch nicht immer positiv sein. Es gibt auch ein Beispiel dafür, wie formelle Institutionen soziale Normen kaputt machen können. Da gibt es eine sehr berühmte Fallstudie aus einem israelischen Kindergarten. Das ist ein privater Kindergarten, in dem die Eltern... und da war es eben der Fall, dass dass die Eltern ihre Kinder mehr oder weniger pünktlich abgeholt haben, aber es gab schon ab und zu Verspätungen. Ne? Und wenn, ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie, wie das ist, wenn die Eltern zu spät kommen, dann müssen die Erzieher halt länger da bleiben. Ne? Die Erzieher können ja nicht einfach die Kinder vor den verschlossenen Kindergarten setzen und dann nach Hause gehen. Ne? Sie haben immer noch die Aufsichtspflicht. Trotzdem galt im Durchschnitt schon die soziale Norm, dass man sein Kind nicht allzu spät abholt. Ne? Also die Verspätungen waren so im Rahmen von 5 bis 10 Minuten im Durchschnitt. Die Betreiber des Kindergartens wollten das trotzdem nicht. Die wollten die Verspätung gerne reduzieren oder ganz ausmerzen und führten eine Änderung des Betreuungsvertrags ein. Also quasi eine Änderung in den formellen Institutionen zwischen Betreuungseinrichtung und Eltern. Ab sofort galt, dass bei Verspätung eine Sanktion gezahlt werden muss, nämlich ca. $5 pro 5 Minuten. Also relativ hoch, würde ich sagen, also aus meiner Perspektive. Und was meinen Sie denn, was dann passiert ist? Die Verspätungen in der Abholzeit haben sich vermehrt. Denn jetzt konnten die Eltern quasi einen Preis für die Zusatzzeit beobachten, also für die Verspätungszeit beobachten, und anscheinend hatten die Eltern eine höhere Zahlungsbereitschaft. Das heißt, jetzt haben sie gesehen, okay, mein Kind 10 Minuten länger im Kindergarten zu lassen, kostet mich $10. Das ist es mir wert. Und die Verspätungen sind dann in die Höhe geschossen. Das hat der Betreiber natürlich gemerkt und die Sanktion wieder aus dem Betreuungsvertrag rausgenommen. Aber interessanterweise hat die Pünktlichkeit sich nicht wieder verbessert. Ne, und ein Erklärungsansatz ist, dass man durch die temporäre Einführung von Preisen bei den Eltern ein Bewusstsein für die impliziten Preise von Verspätungen geweckt hat. Und das war dann nicht mehr so leicht rückgängig machbar. Okay? Wir haben also den Fall, dass in diesem Fall recht formelle Institutionen haben hier dazu geführt, dass soziale Normen zerstört wurden. Ne? Denn vorher galt die soziale Norm, man sollte schon einigermaßen pünktlich sein, und jetzt auf einmal galt die Norm, eigentlich könnte ich mein Kind auch ein bisschen noch später abholen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit einer Einführung in Deliktsrecht.